Hallo, es geht wieder um das Thema Datenbank. Und ich nehme mir heute hier bei einem Café die Zeit, um etwas darüber zu sprechen, wie man mit Zeit, genauer Datumswerten und Uhrzeiten, in einer relationalen Datenbank umgehen kann. Genauer gesagt betrachten wir die Funktionen und Operatoren, die SQL speziell für die Bearbeitung von Werten des Typs Datum und Uhrzeit anbietet. Aber das ist gar nicht so einfach. Bei Datum und Uhrzeit enden nämlich die Gemeinsamkeiten der SQL-Dialekte der verschiedenen Datenbankmanagementsysteme. Datum und Uhrzeit werden in den verschiedenen Datenbankmanagementsystemen oft unterschiedlich mit eigenen Datentypen realisiert. Doch das ist kein Grund zu verzweifeln. Wir schauen uns die wichtigsten Typen zur Speicherung von Datumswerten und Uhrzeiten laut dem SQL 99 Standard anhand von PostgreSQL an. In anderen Datenbankmanagementsystemen sieht das dann recht ähnlich aus. Hier sehen wir die verschiedenen zugehörigen Datentypen. So bietet PostgreSQL den Datentyp Date an, um ein Datum im Format Jahr, Monat, Tag zu speichern. Eine Uhrzeit wird mit dem Datentyp Time im 12- oder 24-Stunden-Format Stunden, Minuten, Sekunden gespeichert. Timestamp speichert Datum und Uhrzeit kombiniert ab. Auch hier wird zwischen der 12- und der 24-Stunden-Angabe unterschieden. Der Datentyp Intervall gibt die Differenz zweier Werte des Typs Date, Time oder Timestamp in Jahren, Monaten, Tagen, Stunden, Minuten oder Sekunden an, je nachdem, welche Einheit wir hier angeben. Aber auch Millisekunden oder Dekaden sind möglich. Bei Time oder Timestamp haben wir übrigens die Möglichkeit, die Zeitzone, also Timezone, mit anzugeben. Hierfür wird die Zeitverschiebung in Stunden mit Plus bzw. Minus zur Universal Coordinated Time, kurz UTC, auch Greenwich Mean Time, GMT genannt, angehängt. Was sind nun die gebräuchlichsten Operatoren und Funktionen, die wir auf ein Datum wie den 1. Mai 2021 oder eine Uhrzeit wie 3.15 Uhr anwenden können? Mit dem arithmetischen Operator Plus können wir ein Datum um ein Tagesintervall oder eine Uhrzeit um ein Sekundenintervall erhöhen. Rechnen wir also hier zum Datum des 1. Mai 13 hinzu, so ergibt das den 14. Mai. Bei unserer Uhrzeit würde es nur die Sekunden erhöhen. Der Operator Minus verringert ein Datum bzw. eine Uhrzeit um das jeweilige Intervall. Darüber hinaus können wir Minus dazu verwenden, die Tage zwischen zwei Datumsangaben bzw. die Sekunden zwischen zwei Zeitangaben zu berechnen. Hinweis: Ist einer der Operanden der Nullwert, das heißt, es wurde dabei kein Wert eingetragen, ist auch das Ergebnis null. Sehen wir uns die Anwendung des Plus-Operators am besten gleich an einem Beispiel an. Meine Lieblingsbäckerei möchte wissen, bis zu welchem Datum sie ihre Zahlungen an die Lieferanten überweisen muss, wenn sie immer die 14 Tage Zahlungsziel ausnutzen möchte. Für diese Abfrage wählen wir in der Select-Anweisung die Spalten Lieferantenname, Rechnungsbetrag und Rechnungsdatum aus. Um das Zahlungsziel zu ermitteln, addieren wir die Zahl 14 zu den Werten der Spalte Rechnungsdatum. Da wir eine neue Ergebnisspalte erhalten, benennen wir sie gleich richtig mittels Aliasing um, indem wir es Zahlungsziel hinzufügen. Die Daten dazu entnehmen wir aus der Tabelle Verbindlichkeit. Mit dem folgenden Ergebnis wird die Bäckerei kein Zahlungsziel mehr versäumen. SQL bietet bereits vorgefertigte Funktionen, mit denen wir zum Beispiel Teile aus einem Datum oder einer Uhrzeit extrahieren oder aktuelle Daten erhalten können. Sehen wir uns an einem weiteren Beispiel an, wie wir diese Funktionen anwenden können. Meine Lieblingsbäckerei möchte hierbei alle Einkäufe anzeigen, die jeweils am Monatsersten erstellt wurden. Dabei hilft uns die Funktion Extract. Mit Extract können wir auf die einzelnen Felder der Datentypen Date, Time, Timestamp und Intervall zugreifen. Die einzelnen Felder können zum Beispiel Year, Month, Day, Hour, Minute oder Second sein. Erstellen wir zuerst die Abfrage, indem wir mit Select die Spalten Lieferantenname, Rechnungsbetrag und Rechnungsdatum aus der Tabelle Verbindlichkeit angeben. In der Where-Klausel wenden wir nun Extract an. Wir möchten nun den Tag aus dem Rechnungsdatum extrahieren. Daher geben wir das Feld Day an und unser Ausdruck ist die Spalte Rechnungsdatum. Extract liefert als Ergebnis eine Zahl, die wir mit 1 vergleichen und wir erhalten die gewünschte Ergebnistabelle.
Manchmal möchten wir das aktuelle Datum oder die aktuelle Uhrzeit nicht händisch in die Abfrage eingeben, sondern diese automatisch ermitteln. Für diesen Fall stehen uns Funktionen wie Current Date zur Verfügung. Sehen wir uns die Anwendung gleich an einem Beispiel an. Die Bäckerei möchte wissen, welche Lieferantenrechnungen heute bezahlt wurden. Mit Select wählen wir die Spalten Lieferantenname und Rechnungsbetrag aus. Die Daten erhalten wir wieder aus der Tabelle Verbindlichkeit. Und in der Where-Klausel können wir die Bedingung, dass das Zahlungsdatum gleich dem heutigen Datum sein soll, festlegen. Mit Current Date erhalten wir das heutige Datum. Current Time und Current Timestamp können auf gleiche Weise angewandt werden. PostgreSQL bietet noch einige Funktionen mehr, zum Beispiel ToChar, ToDate oder Age. Aber darauf gehen wir heute nicht näher ein. Bei der Formulierung von Bedingungen muss man in SQL-Abfragen oft Datums- oder Uhrzeitformate miteinander vergleichen können. Mit den einfachen Vergleichsoperatoren können wir überprüfen, ob zwei Datums- oder Zeitangaben gleich, ungleich, kleiner, kleiner gleich, größer oder größer gleich sind. Zu beachten ist, dass Nullwerte bei Vergleichen nicht angezeigt werden. Sehen wir uns ein Beispiel an. Die Bäckerei möchte sich alle Rechnungen ansehen, die vor dem 01.04.2021 ausgestellt wurden. Wir verwenden dazu wieder unsere Select-Anweisung mit den Spalten Lieferantenname, Rechnungsbetrag und Rechnungsdatum aus der Tabelle Verbindlichkeit. In der Where-Klausel geben wir an, dass das Rechnungsdatum kleiner gleich 01.04.2021 sein soll. Das Vergleichsdatum geben wir in dem Format Jahr-Monat-Tag unter Hochkomma an. Und somit erhalten wir die gewünschte Ergebnistabelle. Zeilen, in denen kein Rechnungsdatum eingetragen wurde, werden hierbei nicht angezeigt. SQL stellt auch erweiterte Vergleichsoperatoren zur Verfügung. Wenn wir überprüfen wollen, ob ein Wert vom Typ Datum oder Uhrzeit in einem bestimmten Wertebereich liegt, können wir Between verwenden. Dabei werden der Anfangs- und der Endwert mit einbezogen. Wenden wir das an unserem Beispiel an. Die Bäckerei möchte sich alle Rechnungen ansehen, die zwischen dem 1. und dem 31.03.2021 ausgestellt wurden. Wir schreiben nun in unserer Where-Klausel, dass das Rechnungsdatum between 1.03.2021 and 31.03.2021 sein soll. Auch hier geben wir das Datum in dem gewünschten Format unter Hochkomma an. Die Abfrage liefert uns als Ergebnis alle Rechnungen, die im angegebenen Zeitraum ausgestellt wurden. Eine Abfrage mit Not Between würde alle Rechnungen vor dem 01.03.2021 und nach dem 31.03.2021 liefern. Mit dem Operator In können wir Ergebnisse ermitteln, die einer Liste von Daten oder Uhrzeiten entsprechen. In wird in der Where-Klausel verwendet und ersetzt mehrere OR-Bedingungen. In unserem Beispiel möchte die Bäckerei alle Rechnungen anzeigen, die am jeweils 1. der Monate Jänner bis April 2021 ausgestellt wurden. Dafür definieren wir mit dem Operator in der Where-Klausel, dass das Rechnungsdatum in der Aufzählung vorkommen soll. So, und damit sind wir am Ende. Wir können nun Funktionen wie Extract oder Current Date und Operatoren wie Plus, Minus, Ist größer gleich, Between oder In auf Datums- und Zeitdatentypen anwenden und damit unsere SQL-Abfragen verfeinern. So, nun ist es an der Zeit, dass auch ich meine Rechnung bezahle. Der Kaffee war sehr gut. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal zum Thema Datenbanken.